1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, Leute. Wir sind wieder da. Ich hoffe, ihr seid auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Freue mich auf eine neue Woche mit euch und Montag bekanntlich immer eine freie Themennacht. Also wir können über alles reden, was euch interessiert, was euch auf den Nägeln brennt. Telefonnummer ist bekannt, E-Mail-Adresse auch. Ich sag's nochmal, domian@wdr.de und wenn ihr meldet, bitte die Telefonnummer draufschreiben. Und schon geht's los. Ich bin verbunden mit Ela und Ela ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Ela. Guten Morgen, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Um meine Mutter. Was ist passiert mit der Mutter? Da hatte vor fast 10 Jahren einen schweren Unfall. Ja? Ja, ich wollte sie sterben lassen. Sie hatte einen schweren Unfall? Und du wolltest sie sterben lassen? Meine Mutter war Alkoholikerin, hat mich jahrelang geschlagen, wollte mich auch wollte mich zwingen, fast wie schon sagen, mit ihren Arbeitskollegen zu schlafen. Mhm. Alzheimer war das. Und ja, sie hatte halt einen Unfall zu Hause, eine Gehirnblutung. Mhm. Und ist danach halt umgefallen und ich habe das auch gesehen nachts. Aber habe sie zugedeckt und bin nach oben in mein Zimmer gegangen und wollte sie sterben lassen. Ich wollte, dass sie auf meinem ganzen Leben für immer verschwindet. Hast du sie sterben lassen? Sie ist nicht gestorben. Ich musste morgens zur Schule, da war sie noch wach, Er lebte noch, und darauf habe ich dann Hilfe geholt. Hast du in dieser Nacht schlafen können? Ich hing nur oben, habe gebetet, dass sie stirbt, dass sie aus meinem Leben verschwindet, dass ich meine Ruhe kriege. Mhm. Dennoch hast du dann am anderen Morgen andere Leute benachrichtigt? Ja, weil ich dann irgendwo klar wurde und irgendwo auch Angst hatte, weil es gab auch schöne Zeiten, aber leider zu wenig. Mhm. Das Ganze war vor 10 Jahren, da warst du 14 Jahre alt. Ne? Mhm. Jetzt bist du 24. Mhm. Ist deine Mutter dann wieder richtig auf die Beine gekommen? Nein, sie hat komplett, also sie ist auf dem Stand, sie glaubt, sie ist 18, 19, sie weiß nicht mal, dass ich existiere. Wie verlief die Krankheitsgeschichte? Sie ist dann vermutlich in dein Krankenhaus gekommen? Ja, sie kam auf Intensivstation für 3 Wochen. Ja. Ich weiß von den 3 Wochen gar nichts. Nur durch Erzählungen. Ich war wohl in der Schule. Ich soll auch zu ihr gewesen sein nachmittags, immer bei ihr im Krankenhaus. Mhm. Ich weiß davon gar nichts. Nach 3 Wochen, genau am 15. Geburtstag, wurde sie verlegt in der Reha-Klinik. Da war sie insgesamt in 3 Stück. Ja. In der zweiten hat sie mich aber angegriffen, hatte mich zusammengeschlagen. Mhm. Ich kann sie nicht mal verübeln, weil sie nicht weiß, wer ich bin. Mhm. Das heißt, sie hat schwere Gehirnschäden davongetragen. Also sie weiß nicht, dass ich existiere, sie weiß noch nie mal was von meinem Vater. Sie kennt mit Hängen und Würgen gerade mal ihre eigene Mutter. Stichwort Vater. Zu der Zeit war sie alleinerziehend oder gab es auch einen Vater? Sie war alleinerziehend. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 6. Ja. Bist du das einzige Kind deiner Mutter, deiner Eltern? Ich bin Einzelkind. Ja. Wie ging das dann weiter? Wo hat dann deine Mutter gelebt, nachdem sie dann aus den Reha-Kliniken entlassen wurde? Sie war in einem Sozialpflegeheim im Oberharz, wo ich sie einmal besucht habe, wo ich mit ihr soweit gar nicht Kontakt hatte. Ich hatte da mit anderen Patienten Kontakt, weil mit ihr kam ich nicht klar. Ich kam mit der ganzen Situation nicht klar. Ich war damit total überfordert. Mhm. Ich hatte niemanden zum Reden. War zwar in Therapie mal, aber die Therapeuten haben gesagt, bei mir ist alles verloren. Die haben mir irgendwas versucht einzureden. Der eine wollte mich in die Geschlossene stecken und ich habe irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr. Ich werde dadurch nur noch schlimmer. Mhm. Das heißt, deine Mutter ist dann nicht wieder normal nach Hause gekommen. Sie konnte nicht normal zu Hause leben. Wurde immer schlimmer eigentlich in der Zeit, weil sie kam dann jedes Wochenende zwar mit ihrem Lebensgefährten nach Hause, ja, und da auch ein Dreivierteljahr alleine mit 15. Ich hatte dann aber irgendwann einen Selbstmordversuch hinter mir. Daraufhin bin ich dann zu Pflegeeltern gekommen. Mhm. Und es wurde dann irgendwann schlimmer halt. Das heißt, es kam nie wieder zu einem wirklichen Zusammenwohnen und Leben zwischen dir und deiner Mutter. Das passierte nicht mehr. Nein. Nein. Ich habe mit 17 den Kontakt abgebrochen. Ja. Wo lebt deine Mutter heute?
weiß es nicht. Ich weiß, letztes Jahr wurde ihr Haus verkauft vom Staat her, weil natürlich ein Kostenfaktor. Ich bin letztes Jahr, das war im November, bin ich mit meinem Vater hingefahren zu dem Haus, haben da Sachen rausgeholt und seitdem ist komplett bei mir psychisch alles vorbei. Also wäre mein Kind nicht da, würde ich mich umbringen. Ja. Ich lebe im Moment nur noch für mein Kind. Wenn du das im Nachhinein jetzt betrachtest, das, was du damals getan hast, das Ganze liegt 10 Jahre her, du warst eine Jugendliche, fast noch ein Kind, eine Jugendliche. Wie stehst du heute dazu, dass du deine Mutter hast fast sterben lassen? Einerseits bereue ich es, andererseits bereue ich es nicht. Weil du dich erinnerst an die vielen schlimmen Dinge, die deine Mutter dir angetan hat? Ich sehe meine Narben. Ich sehe die Narben, ich sehe es, wie es innerlich aussieht und... Du siehst auch die körperlichen Narben. Ja. Das heißt, deine Mutter hat dich auch misshandelt? Ja, sie hat mir einen Arm gebrochen, sie hat mir Rippen gebrochen. Sie hat mir mal ein Bügeleisen auf den Rücken gemacht, raufgedrückt. Das sieht man zum Glück nicht mehr. Es gibt gute Ärzte. Aber sie hat mir selbst, wo ich 13 war, hat sie mir ein Messer in die Hand gegeben, hat auch gesagt, kannst dich ja umbringen. Gibt es überhaupt eine schöne Erinnerung an deine Mutter? Gibt's, wenn sie nüchtern war. Ja, das heißt, sie war immer betrunken, wenn sie so schlimm zu dir war. Ja, sie war fast nur betrunken. Sie hatte, wo ich 7 war, eine Ausbildung angefangen, die hat sie fast nicht geschafft durch ihr Alkoholismus. Wurde der Krankenschwester gelernt, wurde noch nicht mal im Krankenhaus übernommen, weil sie halt alkoholkrank ist. Aber hat es halt nie zugegeben. Wenn sie hat es heimlich gemacht. Wenn du ganz weit zurückgehst, als du, weiß ich nicht, so 4, 5, 6, 7 warst, woran man sich schon gut erinnern kann, also als ganz kleines Kind, war da deine Mutter besser zu dir? Ja, würde ich schon. Ich habe da nicht viel mitgekriegt. Also, ich sag mal, meine Familie, meine Eltern, gut, mein Vater ist zwar noch für mich da, aber ich würde mir andere Eltern lieber wünschen. Ich habe selbst von damals nicht so gute Erinnerungen. Du hast gerade das am Anfang so erwähnt, dass deine Mutter dich auch mit 13 fast hat dazu gezwungen, mit einem Mann zu schlafen, mit einem Kollegen von ihr. Das war so. Ja, aber sie meinte, Männer stehen auf Frauen, die Erfahrung haben. Und daher meint sie, ich kann ja einen von ihren Arbeitskollegen nehmen. Ja, aber du warst doch ein kleines Kind quasi noch. Da hast du ja keine Erfahrung gehabt. Nee. Aber das ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen. Nein. Aber es hätte nicht viel gefehlt, so wie du das jetzt erzählst. So höre ich es raus. Es hätte nicht viel gefehlt. Ich war zum Glück schnell und hatte einen Zimmerschlüssel. Ach so, so nah dran war es schon. Es wäre sonst so dran gewesen, weil die halt alle immer betrunken waren, wenn sie halt gefeiert haben. Zimmerschlüssel heißt, du bist in dein Zimmer und hast abgeschlossen. Ja. Und hast dich eingeschlossen und hast dich somit geschützt vor denen. Weißt du, Ella, wenn man sowas hört, dann kann man natürlich, wenn man sich in die Seele oder in die Psyche eines Jugendlichen, eines fast Kindes hineinversetzt, kann man den Hass nachvollziehen. Und man kann auch unter Umständen nachvollziehen, dass man in dem Alter und wenn einem so viel Schlimmes angetan wurde, körperlich und seelisch, dass man vielleicht auch so dann handelt, wie du gehandelt hast. Dennoch ist es natürlich aus der Ferne heraus gesehen, ist es schlimm, was passiert ist. Aber aufgrund dessen, was man mit dir gemacht hat, finde ich, darf diese Schuld dich nicht auch noch zusätzlich so enorm belasten, wie sie dich vielleicht belastet. Im Moment belastet mich das eigentlich eher, dass ich weiß, dass sie noch lebt. Ach, das ist immer noch so stark. Dass ich weiß, dass sie noch lebt und ich kann aber keinen Kontakt zu ihr haben, das geht auf keinen Fall. Warum belastet dich das? Du könntest ja so innerlich sagen, okay, ich habe mit der nichts mehr zu tun. Warum wünschst du dir sogar ihr den Tod? Für das, was sie mir angetan hat. Für das, was sie mir in meiner Kindheit angetan hat. Durch ihren Unfall ist alles nur bergab gegangen. Danach ging mein Leben komplett bergab. Ich habe jetzt meine Oma noch, die zu mir 100% ist. Was für Ella, ich glaube, die Sache muss man ganz an der anderen Seite anfangen. Ich glaube, wenn deine Mutter tot wäre, ging es dir kein Deut besser. Ich weiß es nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass das Allerbeste wäre, wenn es dir gelänge, mit vielleicht jemandem, der sehr viel Ahnung von den Sachen hat, über deine Vergangenheit zu sprechen und deine Vergangenheit aufzuarbeiten, wenn man das mal so sagt. Jedenfalls damit, dass man damit zurande kommt. Ich glaube, dass der Hass und der Wunsch, jemanden den Tod zu wünschen,
Das ist vordergründig verständlich. Aber es bringt nie eine eigene Heilung und eine Ruhe für das eigene Selbst. Vielleicht eine kurzzeitige Genugtuung, vielleicht. Aber deine Wunden, deine Verletzungen, deine Narben, die werden dadurch nicht geheilt, indem deine Mutter stirbt. Nee, aber es wäre vielleicht eine Strafe. Ja, aber davon hast du nichts. Davon hast du jetzt aktuell in deinem Leben nichts. Dadurch geht es dir nicht besser. Das ist ein Rachegedanke, ja. Das ist ein Rachegedanke, der vielleicht aufgrund deiner Geschichte auch verständlich ist. Aber ich glaube, letztendlich ging es dir besser, wenn du schaffen würdest, diese Frau seelisch loszulassen und eine Haltung bekämst nach der Mutter. Es ist mir egal, was mit ihr passiert. Ja, ich kann es nicht. Wenn ich im Spiegel gucke, sehe ich meine Mutter. Ich sehe auch, das ist komplett unmöglich. Bist du denn in psychologisch-psychiatrischer Behandlung zurzeit? Nein. Ich habe mein Kind als Psychiater. Mein Kind ist im Moment derjenige, der mir Halt gibt. Ja, er gibt dir Halt. Wie alt ist das Kind? 3 Jahre alt. Ja, klar. Kann das Kind Halt geben und dir auch einen Lebenssinn geben. Das ist ja natürlich richtig. Aber das Kind kann natürlich nicht einen Erwachsenen ersetzen. So wie du mit mir jetzt sprichst, so kannst du mit dem Kind natürlich nicht sprechen. Ich habe nur Angst, mit anderen Leuten zu reden, dass sie mich so bekloppt erhalten und mich dann wieder in die Geschlossene nachher einweisen. Kein Mensch hält dich für bekloppt. Also was du mir jetzt gerade erzählt hast, würde ich alles denken, aber nicht, dass du bekloppt bist. Sondern ich bin erschüttert über das, was passiert ist bemerke auch, dass ich auch in einer gewissen Weise das nachvollziehen kann, was du sagst. Wenn ich mich versuche, da hineinzuversetzen, das kann man ja gar nicht als Fremder. Schon gar nicht nach ein paar Minuten. Du brauchst einen Menschen, mit dem du vielleicht einmal, zweimal die Woche redest. Und das alles besprichst. Und das muss jemand sein, der Ahnung von solchen psychischen Vorgängen hat. Also hier in der Gegend habe ich noch keinen getroffen, Psychiater, der so das nachvollziehen kann. Ich würde dich mal gerne jetzt weitergeben an meine Psychologin. Mhm. Das ist Simone heute Nacht. Und dann könnt ihr mal gemeinsam überlegen, wer in deiner Gegend oder wie man das am besten macht. Ich fände das sehr gut, wenn du dich in professionelle Hände begeben würdest. Mhm. Es ist gut für dich und letztendlich ist es auch gut für dein Kind. Ich glaube, alles, was du für dich jetzt tust, tust du auch perspektivisch für dein Kind. Ja, also ich weiß, dass ich meinem Kind niemals das antun werde, was meine Mutter mir angetan hat. Aber damit dein Kind glücklich wird, ist es wichtig, dass die Mutter auch einigermaßen eine Seelenruhe findet. Und die hast du nicht im Moment. Ja, habe ich auch nicht. Ja. Ela, du legst bitte auf und wir rufen dich sofort an, okay? Okay, danke schön. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, wir machen weiter. Entschuldigung, mit der Susanne. Und Susanne ist 20. Hallo, Susanne. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja, es geht bei mir halt um meine Familie, darum, dass meine Schwester und ich halt adoptiert worden sind und es nicht so gut hatten, wie wir es eigentlich hätten haben sollen. Wie alt wart ihr denn, als ihr adoptiert wurdet? Also ich war 5 Tage alt und meine Schwester war 5 Monate alt. Also sie ist älter als ich, sie ist vor mir adoptiert worden. Sie war noch etwas im Krankenhaus wegen einer Lungenentzündung. Mhm. Ich bin mit 5 Tagen halt dann so 2 Jahre später, 1,5 Jahre später adoptiert worden. Achso, ihr seid ungefähr 2 Jahre auseinander. Ja. Mhm. Seid ihr in die gleiche Familie adoptiert worden? Ja, in die gleiche Familie. Wie kommt das? Ist ungewöhnlich, ne? Ja, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Aber das war so, meine leiblichen Eltern haben halt gesagt, ist die Bedingung, dass wir das zweite Mädchen auch abgeben, halt durch diese finanziellen Gründe, ist, dass sie halt in dieselbe Familie kommt wie die andere, damit die beiden wenigstens zusammen aufwachsen, wenn sie schon nicht bei uns aufwachsen können. Aber da kommt mir jetzt gerade in den Sinn, was ist denn da mit den leiblichen Eltern los gewesen? Die haben das erste Kind aus finanziellen Gründen weggegeben. Und dann ist mein Vater ist arbeitslos geworden, der ist jetzt 70, also kann man sich vorstellen, vor 20, 21 Jahren war der schon 50, da hat er keine Arbeit mehr gefunden. Mhm. Und bei mir war es so, meine Mutter war schwer krank, als ich geboren wurde. Ich bin auch einen Monat früher auf die Welt gekommen, als ich eigentlich kommen sollte. Mhm. Hat man mich geholt, weil meine Mutter so schwer krank war. Und mein Vater musste dann sich um die 3 anderen Kinder kümmern. Ach so, es gibt noch 3 andere Kinder. Es gibt 3 andere Mädels und noch 4 andere Jungs. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Ja. Also es gibt 7 andere Kinder, die bei deinen leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Ja, und um die müsste man sich halt alle kümmern und dann hätte man noch einen Säugling und ein Säugling kostet sehr viel Geld. Frage ich mich natürlich wirklich, auch damals gab es schon Verhütung, warum
Okay. So, dann seid ihr beiden adoptiert worden, ja, zu einer und derselben Familie. Und du sagst, da hat es euch nicht so gut gegangen, wie es euch hätte gehen sollen. Ja, weil man hat uns ja weggegeben, damit wir ein besseres Leben führen können, ja, als wir es vielleicht in der anderen Familie geführt, ja, hätten. Ja. Und dann sind wir dort geschlagen und misshandelt worden und sowas. Geschlagen und misshandelt? Mhm. Was hat man genau mit euch gemacht? Ich kann dir mal ein konkretes Beispiel nennen, wenn du möchtest. Bitte. Zum Beispiel war das so, ich war allein zu Hause und habe schon mal gegessen, weil mein Vater dann kommen wollte, also mein Adoptivvater, und mich sonst hätte angebrüllt, wenn ich noch wach gewesen wäre, weil es war schon spät. Und dann bin ich, wollte ich gerade ins Bett gehen, da kommt er, also nach Hause. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, reg dich nicht auf, ich habe schon gegessen, ich gehe jetzt hoch ins Bett. Und dann hat sich das so ein bisschen hin und her, haben wir diskutiert. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, wütend gesagt, ja, komm aber jetzt gleich hoch und sag, dass ich runterkommen muss, essen. Meinte, ja, du musst ja auch was essen, du isst eh zu wenig. Und dann haben wir uns halt wieder ein bisschen in die Haare bekommen. Und dann hat er mich geschubst und so. Und dann habe ich vor Wut seine Aktentasche genommen und auf den Boden gefeuert. Bin dann die Treppe hochgelaufen und während ich hochlaufe, merke ich, wie mich jemand am Bein fasst, die Treppe runterzerrt und naja, das ist ja jetzt die Kurzform, weil wir haben ja nicht so viel Zeit zu reden. Ja, der hat sich die Treppe runtergezerrt und an einem Bein runtergezerrt und ich habe mich losgestrampelt und dann hat er mich noch, bin ich wieder hoch und dann hat er mich nochmal am selben Bein die Treppe runtergezogen und ja. Also es gab eine Rauferei und hat... Wobei ich dann natürlich den Kürzeren gezogen habe und entschuldigt, ja, hatte sich dafür nicht und am nächsten Tag hatte ich lauter überall blaue Flecken und so. Ja. Und sowas ist immer wieder vorgekommen? Ist immer wieder gekommen. Sowohl von dem Adoptivvater ausgehend als auch von der Adoptivmutter ausgehend? Nein, von meiner Adoptivmutter nicht. Die stand meistens nur daneben und hat versucht, halt meinen Adoptivvater zu beruhigen, hat aber nie geklappt. Ja, und das betraf deine Schwester ganz genauso wie dich? Ja. Ja. Du bist jetzt 20 Jahre alt. Lebst du immer noch in diesem Haushalt, der Adoptiveltern? Nee, Gott sei Dank nicht mehr. Ich habe es geschafft, dass ich raus bin. Und die Schwester auch? Ja, die hat es aber vor mir geschafft. Wie ist das Verhältnis jetzt zu den Adoptiveltern? Also mein Vater, ich hasse ihn. Ich sag's wirklich ganz klar und deutlich, ich hasse ihn. Und meine Adoptivmutter, ich sitze manchmal da und weine, weil ich zurück möchte. Ich habe solche Sehnsucht nach meiner Adoptivmutter. Mhm. Ich habe sie richtig lieb. Ich erkenne sie als Mama an. Meine leibliche Mutter kenne ich nicht als Mama an, sondern als gute Freundin. Ja, telefoniert ihr denn ab und zu wenigstens du und deine Adoptivmutter? Ja, aber sie macht mir dann immer große Vorwürfe, warum ich denn ausgezogen sei und warum ich denn meinen Vater habe angezeigt. Ich habe den nämlich angezeigt wegen diesen Sachen. Also und, ich muss das nochmal festhalten. Das klang gerade so, dass man so denken könnte, naja, es war vielleicht so eine Auseinandersetzung zwischen Tochter und Vater ist nicht so ganz doll gelaufen. Aber es scheint ja viel schlimmer gewesen zu sein, wenn du sagst, ich hasse den und ich habe den sogar angezeigt. Weswegen hast du ihn angezeigt? Wegen Misshandlung. Also wirklich körperlicher Misshandlung? Ja. Keinem sexuellen Missbrauch? Das weiß ich nicht, weil die Kindheit ist bei mir gelöscht. Aber ich habe einen Brief gefunden, wo drin, also von meinem Onkel, von Papas besten Freund, wo drin steht, dass er sich halt nicht zwischen die Beziehung zwischen mir und meinem Vater drängen wollte und sowas, aber dass er hätte am liebsten was mit mir angefangen und sowas. Da war ich vielleicht 4 oder 3 Jahre alt. Also da hängt irgend so eine Vermutung in der Luft. Ja, definitiv aber ist, dass er dich körperlich sehr stark, dass er dir sehr stark zugesetzt hat. Und wann hast du ihn angezeigt? Vielleicht vor einem guten halben Jahr, also als ich ausgezogen bin. Und das Ganze läuft jetzt? Es ist eingestellt worden. Ja. Sprichst du mit deiner Schwester da auch viel drüber? Sagen wir es mal so, meine Schwester hatte psychische Probleme und meine Eltern haben mir gesagt, ja, entweder, also wir können dir nur dann helfen, wenn du die Anzeige zurücknimmst und praktisch zu Kreuze kriegst und mit uns wieder gut bist. Und das hat sie dann letztendlich auch gemacht. Jetzt stehst du in dem Dilemma, dass du eigentlich zu deiner Adoptivmutter gerne Kontakt hättest, weil du sie sehr lieb hast. Deine leiblichen Eltern sind eher distanzierte Personen für dich, so habe ich es verstanden. Also sind gute Freunde für mich, meine leiblichen Eltern. Sind halt wie gute Freunde, da sind aber nicht meine Eltern. Aber nicht die Eltern, gut. Ja, das war ein bisschen falsch ausgedrückt, ja. Aber du eben einen abgrundtiefen Hass auf diesen Mann hast, auf diesen Adoptivvater. Kannst du dich denn nicht mit deiner Mutter irgendwie so heimlich treffen, mit der Adoptivmutter?
Das macht die nicht, weil sie ist sehr ehrlich und dann hätte sie ein schlechtes Gewissen gegenüber meinem Vater und sie macht mir auch dauernd dumme Vorwürfe. Aber Susanne, wenn so schlimme Sachen passiert sind, dann muss die Frau, die hat es doch gesehen und die sie muss... Sie erkennt es aber nicht als schlimm an, das waren doch nur Erziehungsmaßnahmen, weil wir so böse Kinder waren und man musste uns jetzt irgendwie erziehen und mit aber den normalen Strafen ging es nicht so, aber deswegen hat man das gemacht. Aber gibt dir das wiederum denn nicht zu denken, dass sie das so sieht? Ich weiß nicht, also... Also, ich käme irgendwie ins Schwanken, wenn ich einerseits sagen würde, ich habe diese Person total gern und lieb und die ist mir so super wichtig. Und wenn diese Person so etwas ganz Entgegensätzliches sagt von dem, was ich meine, was ich empfinde, was meine Vergangenheit ist, würde mich irritieren, wenn ich du wäre. Du verstehst das vielleicht nicht, aber weißt du hast 19 Jahre lang bei denen gelebt und hast halt 19 Jahre gedacht, das wäre deine Mama und du hast 19 Jahre diese Person lieb gehabt und wenn du jetzt plötzlich erfährst, ja, das ist gar nicht deine Mama, dann hast du sie trotzdem immer noch als Mama lieb und das ist halt bei mir das Problem und ich habe sie halt richtig, ich habe sie immer noch total lieb und am liebsten, wenn mein Vater nicht da wäre, ich würde sofort wieder zurückziehen zu der, weil ich sie immer noch so sehr lieb habe. Frage ist natürlich, was passiert hier? Was macht man jetzt? Dass du die Distanz aufgebaut hast zu dem Vater, finde ich völlig nachvollziehbar und auch richtig. Dass deine Mutter, die Adoptivmutter, sich dir gegenüber so verhält, finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Eigentlich müsste sie, zu euch halten, wenn das alles so ist, wie du es gerade geschildert hast. Und nicht zu ihrem Mann. Eigentlich. Sie liebt ihn aber, sie liebt ihn und sie würde ihn auch nie verlassen. Und was sie nicht weiß, ist, dass mein Vater eine Freundin hat, das haben wir per Zufall herausgefunden und sie glaubt gar nicht daran, dass man sie betrügen könnte, weil sie sind ja ein Ehepaar und... Wie, das wisst ihr? Das weißt du genau, dass er eine Freundin hat? Ja, wir wissen das. Woher weißt du das? Weil wir ihn gesehen haben mit der Person. Das kann keine Arbeitskollegin sein, weil eine Arbeitskollegin verabschiedet man nicht mit Küsschen und dicker Umarmung oder sowas auf dem Mund, Karten haben die sich geküsst und so. Ja, also es ist eine Vermutung, du richtig beweisen kannst das nicht, du hast es einmal gesehen. Und warum sagst du das nicht deiner Mutter? Ich habe dir gesagt und sie hat ihn zur Rede gestellt und er meint, das wäre eine Arbeitskollegin gewesen. Also eine vertagte Situation, in der du steckst. Eine sehr vertragte Situation, wo ich jetzt auch gar nicht weiß, wie man da wo man da eine Ebene findet. Du hast deine Haltung, du willst nicht in dieses Haus zurück, weil du den Vater hast, wie du sagst, weil er dir das angetan hat. Deine Mutter geht nicht auf dich zu, in dem Sinne, wie du es eigentlich möchtest. Also bleib. Wie ich es auch brauchen würde, weil ich sitze manchmal hier alleine zu Hause und ich brauche einfach einen, der mir zeigt, dass er mich lieb hat, dass er mich mal im Arm nimmt oder so und da ist niemand. Ich sitze hier alleine da und ich habe niemanden, mit dem ich auch mal reden kann oder so. Wir wollen mal jetzt im Hintergrund ein bisschen überlegen, was wir da machen können. Ob man da vielleicht sogar ein bisschen vermitteln könnte. Deswegen leg du bitte jetzt mal auf und wir rufen dich gleich zurück. Einverstanden? Ja, okay. Liebe Susanne, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt sage ich euch unser Thema für morgen. Morgen haben wir ein Thema, auf das ich mich schon sehr freue. Das Thema heißt nämlich scharfe Bräute und geile Typen. Ja, also will ich mit scharfen Bräuten sprechen oder die sich dafür halten oder die es vielleicht auch gerne wären oder mit denen, die gute Erfahrungen gesammelt haben mit scharfen Bräuten. Und umgekehrt natürlich auch. Ich möchte mit geilen Typen reden. Also so richtig geilen Typen, die von sich aus sagen, ja, ich bin so einer, ich bin ein richtiger Stecher. Ich krieg, was ich will und ich brauche nur mit den Fingern zu schnippen. Oder vielleicht dann auch mit Frauen, die über solche Männer mir einen Schmankerl erzählen können. Also, scharfe Bräute, geile Typen, so heißt unser Thema morgen. Und ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de. Und morgen, wie immer, eine Stunde vorher sind unsere Leitungen ja geschaltet. Also ab 0 Uhr 0800 220 50 50. Heute aber wie immer eine Freitemennacht und ich bin gespannt auf meinen nächsten Anrufer. Und das ist eine Anruferin und die ist 60 Jahre alt und heißt Jutta. Hallo Jutta. Hallo Domian. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Jutta, was ist denn los? Ich bin aufgeregt. Ja, kriegen wir schon hin. Ja, an und für sich ist es mir eine Palie, wenn ich das höre, was es da alles gibt bei dir. Aber nun gut. Ja, erzähl ganz mal. Kurz und knapp. Ich habe mich in einen 35-Jährigen verliebt.
Oh, oh, ein großer Altersunterschied. Ja, ganz, ganz furchtbar. Du bist 60, er ist ein junger Spund von 35. Ganz genau so ist es. Wo hast du ihn kennengelernt? Ja, das war im August in einem Bierrestaurant. Mhm. Ja. Er war ein wildfremder Mann und ihr habt geflirtet, die übliche Nummer. Ja, es war eben auf der Tanzfläche und ja, wie das denn so kommt, nicht? Ach, auf der Tanzfläche. Ja, das heißt, du hast getanzt, er hat getanzt? Ja, genau. Und tja, dann mit einmal stand man sich gegenüber und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, oh, bleib doch noch ein bisschen hier. Und dann ist er auch geblieben und so sind wir dann zusammen an den Tisch gegangen und dann haben wir zusammen Bier getrunken und dies und jenes und tralala und ja, haben einen netten Abend gehabt und dann ist er mit seinen Freunden um 2 nach Hause. Ich sage, ich bleib noch ein bisschen. Und ja, kann ich deine Telefonnummer haben? Ich sage, ja klar, kannst du haben, aber hab mir da gar nichts bei gedacht. Ich denke, naja, es könnte ja dein Kind sein, was soll das? Ja. Hab mir da so einen Spaß draus gemacht. Na, jedenfalls hat er doch angerufen und dann haben wir uns getroffen und seit dem Tag sind wir zusammen. Hast du dir wirklich nichts dabei gedacht? Nee. Oder so latent, so ein bisschen doch geschmeichelt gefühlt? Und gedacht, ja, schon, logisch, ne? Natürlich. Ja. Aber, du bist wirklich 60 Jahre alt? Ja, ich bin echt 60. Ich sehe alle für sich aus wie 40. Ja, die Stimme irritiert mich ein bisschen. Wenn du jetzt gesagt hättest, ich bin 38, hätte ich es auch gedacht. Ja, hätte ich es geglaubt. Würde ich auch durchgehen. Da hast du vollkommen recht. Wichtige Grundfrage. Warst du solo zu dem Zeitpunkt? Also ich bin überhaupt nicht solo. Ich lebe mit meinem Mann. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir leben aber noch in einem gemeinsamen Haushalt. Aber er ist immer unterwegs. Er ist mal alle 3 Wochen mal da und dann fährt er wieder. Aber er weiß auch davon. Er weiß davon und er ist auch in deinem Alter, deine Generation ungefähr. Mein Mann ist 54. Naja. Mhm. Du hast es mal mit den jungen Männern, ne? Das sage ich dir. Und der ganz Junge, das Küken, der 35-Jährige. Oh, sag so nicht. Ist der denn Single? Der ist Single, ja. Gott sei Dank. Also ja. So, jetzt tuchtelt ihr seit August letzten Jahres. Ganz genau. Was heißt das? Bist du richtig so groß verliebt, wie du es von früher kennst? Ja, also ich schon und Anne für sich, er auch. Er sagt, ich hab dich so lieb, aber er hat eben noch nie gesagt, ich liebe dich. Das muss er auch nicht sagen. Mhm. Aber sonst, ich habe auch schon immer mit ihm darüber geredet, aber er weiß eben mein Alter nicht. Und das ist eben das, was mich belastet. Ach, der weiß dein Alter nicht? Nein, er hat mich danach gefragt. Und da habe ich gesagt, das kann ich dir nicht sagen, das sage ich nicht. Weil ich wusste ganz genau, da macht er einen Absprung. Der weiß dein Alter nicht, das ist ja krass. Ja, also du gehst als sehr viel jünger durch, äußerlich. Ja. Ja. Also was meinst du, was er schätzt? 45 oder? Ja, so in dem Dreh. Ja. Er hat ja auch meinen Sohn kennengelernt. Der ist wie alt? Ach, mein Sohn ist 39. Wie? Und dann hat er den Sohn kennengelernt und hat gewusst, dass es dein Sohn ist. Ja. Aber dann muss er ja rechnen, dann kannst du ja nicht 45 sein. Ja, er wusste ja nicht, wie alt Oliver ist. Na gut, das aber. Er ja nicht. Aber sieht Oliver auch viel jünger aus, oder wie? Nee. Ja. Anne für sich sieht er schon etwas jünger aus. Was sagt denn der Oliver dazu? Ja, Oliver ist, das ist okay für ihn und er sagt zu mir, ja, mach das so lange wie es geht, der ist ja nett, der ist in Ordnung, ja, könnte ja mein Bruder sein, aber das akzeptiert er. Der Stiefpapa ist dann 4 Jahre jünger als der Sohn. Oh, sowas nicht. Lass mich mal ernst nachfragen mit deinem Mann. Dein Mann weiß darüber Bescheid. Ja, und der findet das auch in Ordnung. Der findet das, also seid ihr im Prinzip eine gute freundschaftliche WG-Partnerschaft oder sowas? Ja. Ja. Ein Kind gibt es, nämlich Oliver. Und eine Tochter. Und eine Tochter. Die weiß das nicht? Es kann sein, dass sie es jetzt weiß. Sie ist ausgezogen hier aus unserem Haus und mit der habe ich jetzt auch gar keinen Kontakt mehr, weil sie wütend auf mich ist. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ach so, eine ganz andere Geschichte. Also dann müssen wir das gar nicht weiter vertiefen. Das müssen wir nicht weiter. Aber ich wundere mich, dass er sich, also der 35-Jährige, damit zufrieden gibt, dass du denn das Alter nicht sagst. Da hätte ich aber schon so lange gebohrt, bis ich es rausgekriegt hätte. Ja. Wir waren zusammen jetzt im Skiurlaub gewesen und da hatte ich einen kleinen Skiunfall und da mussten wir zusammen zum Arzt und da habe ich dann zu der Sprechstundenhilfe gesagt, bitte, wenn ich hier mein Alter preisgeben muss, schreiben Sie es bitte irgendwo auf den Zettel, damit er das ja nicht sieht. Und dann mit einmal hat er die Rechnung, musste er jetzt zahlen, dann zeig mal her die Rechnung und ich sage, ach, musst du doch nicht. Und er hat geguckt und der ist intelligent genug, ich weiß nicht, ob er es gesehen hat. Also es kann durchaus sein, dass er es längst wittert, dass von wegen 42 und so. Es ist so eine Belastung für mich, das glaubst du gar nicht. Das ist ja schon sehr eng, wenn ihr gemeinsam in Urlaub fahrt. War der Urlaub gut? Ja. Super.
super. Also wir verstehen uns super. Wir sind so eine Einheit. Das ist einfach nur schön mit uns. Wahrscheinlich reagieren die Leute auch gar nicht so sehr besonders, weil du gar nicht so viel älter aussiehst wie er. Und wir waren jetzt in Berlin gewesen mit seinem Freund bei Justus Franz. Der kannte den auch privat und ja, wir denn dahin und also ich bin da voll akzeptiert, ja. Also da würde keiner irgendwie das glauben. Und das ist eben mein Problem, weil ich eben dieses Alter habe und ich weiß, dass es wird keine Zukunft geben, es wird kein Happy End geben. Es ist nur schlimm für mich. Das belastet mich tagtäglich, aber ich kann da nichts gegen tun, da gibt es keine Lösung. Wie lange hattest du keine Verliebtheit, wenn die Geschichte mit deinem Mann schon so eingefahren ist und so abgeklärt? Vor 3 Jahren habe ich mich, das ist 4 Jahre oder 5 schon her, da habe ich mich in jemanden verliebt, aber es kam dann auch zu einem Verhältnis, aber dann habe ich gemerkt, dass es das gar nicht ist, das ist an und für sich, das will ich an und für sich gar nicht, da ging es nur immer über Sex und weil ich das mit meinem Mann schon jahrzehntelang nicht so hatte und irgendwann hat man dann ja auch mal Bedarf. Ja, und das jetzt mit ihm, da geht's nicht nur um Sex. Aber der Sex funktioniert auch gut. Es gibt andere Dinge, die man praktiziert, sage ich jetzt einfach mal. Das ist eine rätselhafte Aussage. Es gibt andere Dinge, die man praktiziert. Was ja, denn? Es kommt schon zum Sex, aber nicht so, wie ich es an für sich kenne. Und warum ist das nicht so? Warum? Ja, weil er, ich mach das jetzt gar nicht sagen. Ja, weil er einfach das immer mit Kondom möchte und Und das ist doch okay, oder? Er möchte es mit Kondom und du möchtest es nicht mit Kondom? Ja, irgendwie kenne ich das gar nicht und naja. Jutta, du bist auch drauf. Da hast du schon einen knackigen jungen Kerl. Und nur weil der mit Kondom, was ja sehr richtig ist, da besperrst du dich gegen? Ja, da hast du recht. Aber hör mal, Mensch. Nee, da hast du recht. Also. Ja, das wird ihn doch auch irritieren. Das wird ihn auch nicht zufriedenstellen. Es ist für ihn dann ja keine richtig befriedigende Sexualität, oder? Ja, es gibt ja noch andere Sachen, die man so machen kann. Schon, klar. Aber man will ja auch dann schon mal richtig, ne? Ja, natürlich. Ja. Das stimmt schon. Das würde ich auch mal, ja. Ja, also da musst du ja so ein bisschen über deinen Schatten springen. Also ich kann es ja eher noch verstehen, wenn die Jungs sagen, wir wollen nicht mehr Kondomen, obwohl ich das nicht verstehe und nicht verstehen will. Aber wenn ihr Mädels das dann auch noch sagt. Okay, aber das ist jetzt, ich würde mal sagen, ein Nebenproblem. Ja, das ist an und für sich gar nicht das große Problem. Das große Problem ist, dass mein Alter. Ist dein Alter. Ja. So, jetzt formuliere ich mal eine These. Du bist eine tolle Frau. Ja. Du bist eine toll aussehende Frau. Ja. Du stehst im Leben und du hast mit dem jungen Mann, also jung ist er auch nicht mehr, aber mit dem Mann schon eine gute Zeit jetzt verlebt, wo ihr beiden euch ja schon gut kennengelernt habt. Ja, das haben wir. So, jetzt ist meine These, wenn der dich liebt, oder wenn da wirklich eine große Herzensbindung ist, dafür muss man auch nicht immer sagen, ich liebe dich. Meistens liebt man mehr, wenn man das nicht ausdrückt, als wenn man ständig sagt, ich liebe dich. Mir wäre das wurscht, wenn ich erfahren würde, dass du viel älter bist, als ich dachte. Wenn das von vornherein so gut geklappt hat. Ja, es hat von Anfang an geklappt. Ja, aber ich denke mal. Ich würde mir doch diese Last von der Schulter nehmen an deiner Stelle. Ich würde es ihm wirklich sagen. Ehrlich? Ja. Und was ist Schluss, dann weiß ich das. Ja, aber immer, dann ist er mit dem Typ auch nichts los. Wenn er nur aufgrund der Zahl Schluss macht. Er genau weiß, dass es sowieso dann ist, dass es kein Ende ist und er hat auch so spießige Eltern, die sind zwar sehr nett und die lassen immer ab und zu Grüße bestellen, unbekannterweise, ansonsten. Ich kann ja noch verstehen, wenn du es ihm damals beim allerersten Mal nicht gesagt hast, dass ihn das einfach aufgrund der Zahl abgeschreckt hätte. Aber jetzt habt ihr schon eine gemeinsame kleine Geschichte von ein paar Monaten und guten Erfahrungen. So. Wie gesagt, wenn die Qualität der Gefühle stimmt von seiner Seite zu dir,
muss dem das egal sein, ob du nur 60 bist oder 55 oder 48. Das ist dann wirklich wurscht. Und du hast eine große Seelenlast von dir runter. Und du sagst keine Zukunft, mein Gott nochmal. Es geht doch, gerade bei diesen Geschichten, wenn einer älter ist und der andere sehr viel jünger. Was reden wir über weite Zukunftsplanungen? Wir reden über jetzt. Ja, du hast so recht. Ja. Du hast ja recht, das stimmt. Sag dem das. Oh, ich kann es nicht. Doch, du kannst es. Nee, doch, du kannst es. Ich weiß nicht, dass Schluss ist. Nein, das, also wenn wirklich nochmal gesagt, wenn dann, wenn deshalb Schluss ist, ist nicht viel los mit dem Mann. Und ich glaube das nicht, was du jetzt gerade beschrieben hast. Da ist so viel Gutes, schon Schönes passiert zwischen ja, euch beiden. Ja, so viel Schönes, ja. So viel nur Gutes. Außerdem wittert der das doch wahrscheinlich schon längst, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, vielleicht schon. Schmunzelt der auch schon darüber. Bist du sicher? Vielleicht sagt er auch schon, ja, komm Mädel, ich weiß es doch längst. Oh. Ist doch egal. Ich hab's doch gesehen da bei der Arztrechnung oder weiß ich was das war. Ja, das war da. Ja. Hoffentlich hat er jetzt zugehört. Nee, der schläft schon. Ja, ich glaube, heute Nacht konnte er irgendwie nicht schlafen. Und hat mal den Fernseher angemacht und wen hört er? Seine Jutta hört er. Domia, du bist so süß. Hör auf. Also, raus mit der Sprache morgen. Nee, schon. Doch, nicht. Musst du. Da kannst du es viel, viel, viel besser genießen alles. Also, falls ich das irgendwie schaffen sollte, lass ich dich wissen. Bitte, mail mir. Mhm. Ja, Jutta. Du bist so toll, alles, ehrlich. Alles gut. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, danke. Genieße die Liebe. Mach weiter so. Tschüss. Tschüssi. Das war die Jutta und hier ist die Katharina. Und Katharina ist 16 Jahre alt. Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen. Oh, du klingst aber traurig. Ja. Was ist los, Katharina? Bin ich auch. Ja, im Moment ist bei mir alles scheiße. Erzähl mal. Ja, ich bin mit meinem Freund vor anderthalb Jahren zusammengekommen. Mhm. Und über eine Freundin. Mhm. Und damals war noch alles in Ordnung. Und dann mit der Zeit hatte sein wahres Gesicht gezeigt. Dann hat er... Ist er so alt wie du? Nee, der ist 21. 21. Fünf Jahre älter als ich. Ja. Und ja, dann kam ihm, also er ist früher sehr oft einbrechen gegangen. Mhm. Und war dann auch, wurde dann dementsprechend verurteilt auch. 2 Jahre in Haft und danach kam er raus. War das vor eurer Zeit oder? Ja, vor das alles war, vor meiner Zeit. Ja. Hat er dir das erzählt, als ihr euch kennengelernt habt damals? Nee. Erst 2-3 Monate später hat er mir das alles gebeichtet eben. Also er hat eine üble Vergangenheit. Schon, ja. Hatte er da schon hinter sich? Damals, als ihr euch kennengelernt hattet. Mhm. Ja. Und dann eben kam ich mit ihm zusammen, über meine Freundin. Und dann, dann fing das eben an mit diesen ganzen Problemen, mit diesem, weil er ist eben schon 21 und ich eben erst 16 und dann bin ich gleich auf Sprung und Hieb zu ihm gezogen. Ja, du warst ja noch jünger damals. Ja, genau, Frau. Durftest du das denn? Haben deine Eltern das zugelassen? Ja, das mit meinen Eltern lief ihm damals auch nicht besonders gut. Ach so, ja. Also ich habe ja nur meine Mutter. Mhm. Und du hast dann gerade gesagt, da zeigte er so allmählich sein wahres Gesicht. Genau, Hat er sich dir gegenüber dann im Laufe der Zeit auch schlecht verhalten? Ja, auch sehr verändert. Am Anfang war er auch so liebevoll und so zuneigungsvoll zu mir und hat mir gezeigt, wie sehr er mich, also wie er mich mag und ich habe mich ihm sehr seelenverwandt gefühlt, dass ich ihm wirklich alles erzählen konnte, dass ich auch in meinem Alter gerade für eine beste Freundin oder irgendwas, ich habe wirklich alles für ihn schleifen lassen, ich habe wirklich alles für ihn gegeben und ich habe... Aber du bist dann enttäuscht worden? Ja. Was, inwiefern enttäuscht? Dann hat es angefangen später mit dem... Was hat er getan? Ja, er ist wieder zurückgerutscht in seine ganze Szene rein. Das heißt, er ist wieder straftätig? Ja. Straffällig geworden? Mit Drogen gegenüber und... Mhm. Ja, dann... Hat er dich auch geschlagen oder schlecht behandelt? Ja. Das auch? Sehr oft, ja. Sehr oft sogar? Ja. Schlimm geschlagen? Ja. Krankenhausreif geschlagen? Ja. Also... Einmal war es so, dass er mich auf den Hinterkopf oder geschlagen hat, dass ich ohnmächtig geworden bin auf der Straße und dass Nachbarn neben den Krankenwagen gerufen haben und die mich dann mitgenommen haben und zum Krankenhaus gefahren haben.
Und jetzt bin ich eben gerade an so einem Punkt, also jetzt bin ich weg von ihm. Ja. Zur Zeit gerade. Ja. Und ich probiere jetzt gerade mein neues Leben wieder aufzubauen, mein eigenes Leben. Also die Trennung hat stattgefunden. Du bist doch richtig weg von ihm und der lässt dich auch in Ruhe im Moment. Naja, im Moment, also gerade zu der Zeit nicht so, ja. Mhm. Er meldet sich jeden Tag noch trotzdem und ruft immer an und sagt, ja, wie sehr er mich liebt und sonst irgendwas, aber dass er noch viel mehr vorgefallen halt in den anderthalb Jahren. Ja. Dass er mich eben, hat er mich seinem Onkel vorgestellt damals. Was hat er gemacht? Da hat er gesagt, er braucht eben Geld für seine ganzen Schulden. Mhm. Er hat ja über 1000 Euro Schulden mit irgendwelchen Handyverträgen oder Mietschulden oder irgendwas. Und dann sollte ich ihm dafür büßen. Also, ich merke schon, du hast eine, trotz dass du erst 16 Jahre alt bist, eine heftige Vergangenheit schon hinter dir. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist jetzt dabei, dein eigenes Leben aufzubauen mit 16 Jahren, sagen wir noch mal. Wie willst du jetzt dein eigenes Leben aufbauen? Was willst du machen? Gehst du noch zur Schule? Nee, gar nichts mehr. Und er hat mich nicht mal unterstützt. Ich bin ja zu der Zeit, wo ich mit ihm zusammengekommen bin, war ich ja noch halbes Jahr lang bin ich ja noch in der Schule gewesen und ich bin ja auch regelmäßig hingegangen. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann eifersüchtig wurde. Ach, das kommt auch noch hinzu? Ja, aber obwohl er ja derjenige war, der mich irgendwo hingeschickt hat. Und dann... Ich merke schon, Katharina, der hat dich richtig scheiße behandelt. Ja. So, was ist jetzt mit jetzt? Wie willst du dein eigenes Leben aufbauen? Ich weiß nicht. Ich bin 16 und ich gucke in mein Leben rein und ich habe eine Scheiße erlebt. Aha. Aber du bist erst 16 und hast noch alle Chancen der Welt, nach vorne zu gehen und was Gutes zu machen. Was sind denn so deine Planungen jetzt? Was willst du? Du musst davon irgendwas leben. Ich weiß es nicht, wie es weitergehen soll. Hast du deine eigene Wohnung im Moment? Nein, ich bin zu meiner Mutter zurück. Ja. Die mir aber gesagt hat, dass es nur nach ihren Regeln laufen wird und dass, wenn ich nicht nach ihren Regeln leben werde, dann kann ich gleich wieder gehen. Ich habe mich ja dem angepasst jetzt. Ich habe gesagt, das ist in Ordnung, ich mache das alles so, wie du willst. Ich will ja auch mein Leben wieder auf die Beine stellen, gerade die letzten Monate, die ich versäumt habe. Ja. Gerade das will ich wieder auch mit meiner Schule und alles, möchte ich wieder in den Griff kriegen. Gibt es Überlegungen, jetzt wieder die Schule weiterzumachen oder willst du irgendwie arbeiten, damit du... Nee, ich möchte schon gerne meine Schule weitermachen, weil ich habe eben meine Schule abgebrochen wegen ihm, habe eben dementsprechend keinen Abschluss. Ja. Diese Handysache, die du gerade geschrieben hast, dass da irre viel Geld im Spiel war und du musstest dann dafür gerade stehen. Ja. Wie meintest du das? Das war eben so, als am Anfang, dass er noch total lieb und nett war, dass er immer so auf einen auf fürsorglich getan hat und immer für mich da und immer das Einzige, was er mir immer früher, dass er ein Mädchen möchte, das offen und ehrlich zu ihm ist und ich habe mich ihm sehr verwandt gefühlt, weil er hat damals auch viel Scheiße erlebt. Ich meinte jetzt eigentlich dieses, er hat Schulden gemacht. Ja. Und du hast gerade so einen Satz gesagt, da hake ich nochmal nach, dass du dann für diese Schulden auch gerade... Nicht mehr für diese Schulden, sondern mehr für die Drogen, in denen er mehr verfallen ist in den letzten Monaten. Ich frage dich jetzt, ich habe gerade einen abwegigen Gedanken, ich hoffe, dass er abwegig ist. Hat er dich, Stichwort Geld, Schulden und weiß ich was, auch noch zu anderen schlimmen Sachen gezwungen? Ja. Hat er dich gezwungen, dass du mit anderen Männern schläfst, damit er... Ehrlich? Er hat dich verkauft. Ist das oft passiert? Ja. Wie oft? Das ging im halben Jahr so. Dass meine Freundin, die kam aus Amerika zurück jetzt, die war ein Jahr in Amerika, die ist jetzt vor 3 Wochen zurückgekommen aus Amerika und dann die kam mich besuchen dort bei meinem Freund und dann hat sie gesehen, wie schlecht es mir ging.
Er hatte gesehen, dass ich Hilfe brauche und die hat mich dann eben da rausgeholt. Ah ja. Und jetzt bin ich eben die erste Nacht bei meiner Mutter wieder, nach anderthalb Jahren. Heute die erste Nacht? Ja. Ich habe es gerade so verstanden, als wärst du schon eine Weile bei deiner Mutter. Nee, die erste Nacht heute. Ach so. Und das ist eben, ich kann meiner Mutter gegenüber nicht das erzählen, weil die würde das einfach nicht verstehen. Mhm. Du hast aber nie deinen Freund angezeigt. Nein. Würdest du das tun? Ich glaube, das könnte ich nicht, weil ich empfinde immer noch so viel für ihn, dass ich ihm irgendwie... Katharina, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das darfst du nicht, da musst du gegen angehen. Das ist ein ganz schlimmes Gefühl, wenn du sagst, ich empfinde noch was für den. Der hat dich so kaputt gemacht, der hat dich so gequält. Der hat dich geschlagen und hat dein Leben kaputt gemacht. Der hat dich verkauft. So einen Menschen darf man nicht mehr lieben. Da ist aber auch gar nichts mehr in Liebe da. Der ist nur Scheiße für dein Leben gewesen bisher. Aber Anzeigen hin, Anzeigen her, darum geht es jetzt auch erstmal gar nicht. Es geht darum, dass du wieder auf die Füße kommst. Und du hast gerade so einen beeindruckenden Satz gesagt. Du guckst in dein Leben, was so jung noch ist, und es ist alles nur mies gelaufen bisher. Ich finde, ich hätte ja so viel haben können. Ich meine, meine Familie, die hatten so viel ermöglicht. Mhm. Ich habe keine schlechte Familie irgendwie. Ich habe, vor 2 Jahren ist in ihm alles zusammengebrochen. Ich habe eben damals nicht gewusst, wer mein Vater ist. Und Katharina, warum kannst du diese schlimme Sache nicht deiner Mutter erzählen? Weil sie es nicht mehr verstehen würde. Weil sie es nicht verstehen würde? Ja. Warum? Warum? Was gibt es da zu verstehen? Nein, sie würde, wenn ich erzählen würde, mein Leben in den letzten Monaten abgelaufen ist, sie würde es nicht verstehen. Hast du Angst? Sie würde mich was draus ekeln. Meinst du? Ich kann froh sein, ganz ehrlich, dass ich hier schlafen darf. Ja. Katharina, ich finde dich sehr nett, muss ich erstmal sagen. Und ich glaube, dass du verdammt vieles durchgemacht hast. Aber ich glaube nicht, dass diese ganze Geschichte dein Leben zerstört hat. Nein, bestimmt nicht mein Nee. Leben, aber meine Jugend, die ich jetzt habe, die ich vielleicht noch die Zeit, die ich mit meiner Mutter und meiner Familie verbringen könnte, Aber so viele harte Sachen, die man erlebt, haben auch immer was Gutes. Man wird nämlich erfahren dadurch und man wird klug für sich selbst. Und du bist eben erst 16 Jahre alt. Und ich glaube, wenn du jetzt auf die richtige Schiene dich bringst, hast du allen anderen jungen Mädels in deinem Alter ganz, ganz, ganz viel voraus. Nämlich du weißt, du hast schon eine ganze Menge erlebt. Und jetzt gilt es eben, nicht nur traurig zu sein über das, was passiert ist. Da hast du auch Grund, traurig zu sein, das finde ich schon auch. Aber auch jetzt nach vorne zu gucken. Und vor allen Dingen, wir werden jetzt auch gleich noch gemeinsam versuchen mit meiner Psychologin, dass du Hilfe kriegst. Dass dir jemand zur Seite steht, jetzt auch für die neuen Lebensschritte. Vor allen Dingen, dass du einen Ansprechpartner hast. Wenn du sagst, du kannst mit deiner Mutter nicht drüber sprechen. Ja, das ist es eben. Ne? Ich kann wirklich meiner Familie gegenüber nicht ehrlich sein. Ich kann nicht einfach sagen, was ich fühle. Ich kann nicht sagen, wie mein Leben ist. Wenn ich denen sowas erzähle, die würden vom Hocker fallen, die würden einen Herzinfarkt kriegen, die würden niemals sowas von mir erwarten und sowas von mir denken. Das ist es eben. Ich kenne deine Familie nicht so genau. Aber vielleicht wäre deine Familie auch so erschüttert und die würden sagen, Mensch, Katharina, warum hast du es uns denn nicht eben gesagt? Wir stehen zu dir und wir helfen dir. Das könnte ja auch sein. Aber du brauchst jetzt erstmal jemanden, mit dem du genau solche Sachen auch berätst. Ob du es der Familie sagst, wann du es der Familie sagst und so weiter. Vielleicht wird die Familie dich auch schützen. Du brauchst dich auch nicht zu schämen für das, was da passiert ist. Du bist da reingezogen worden von einem Typ, der es wirklich sehr schlecht mit dir gemacht hat und gemeint hat. Jetzt legst du bitte auf, Katharina, und meine Psychologin, die Simone, ruft dich an. Und dann beraten wir mal im Hintergrund gemeinsam die nächsten Schritte, was du tun könntest, okay? Okay. Liebe Katharina, alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Anna und Anna ist 18 Jahre alt. Hallo Anna. Hallo. Hallo. Was ist bei dir los, Anna? Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich habe im Prinzip das Problem, dass ich 2 Männer liebe. 2 Männer? Ja. Oh weia. Wie lange schon? Naja, also den einen kenne ich schon etwas länger, seit einem Dreivierteljahr. Mhm. Den anderen seit einem halben Jahr.
Und das hat sich so im Prinzip ein bisschen parallel entwickelt. Wie alt sind die? Die sind beide 19. 19. Mhm. Hast du denn mit beiden gleichermaßen eine Beziehung? Oder ist da noch nicht viel passiert zwischen euch? Ich bin mit dem einen zusammen seit November. Und mit dem anderen ist, wie gesagt, vorher auch schon was gelaufen. Aber offiziell ist das sozusagen eine freundschaftliche Beziehung. Ja, aber läuft jetzt auch schon was? Ja. Mhm. Das ist also definitiv, seit November hast du zwei Männer. Ja. Die natürlich nicht zueinander wissen. Naja, sagen wir mal so, also es ist einmal rausgekommen, dass ich mit dem einen was hatte. Und ja, das war natürlich nicht so günstig, da ist mein Freund ziemlich ausgetickt. Ja. Warum hast du dich denn jetzt auf den zweiten, sage ich mal, eingelassen, obwohl du mit dem einen jetzt seit November richtig zusammen bist? Weil ich ihn genauso liebe. Also ich kenne das Gefühl gar nicht, aber es ist definitiv so, dass ich beide gleichermaßen liebe. Mhm. Aber beiden das nicht offen sagst, dass da noch jemand anders ist, den du auch genauso liebst. Ich glaube, das kennen alle von uns, dass man irgendwie vielleicht mal in einer Situation ist oder war, dass man irgendwie das Gefühl hat, man liebt es zwei Menschen in gleicher Stärke. Das Ganze gewinnt immer irgendwie in eine bestimmte Dynamik zu kommen, wenn man das ausspricht, wenn alle Beteiligten davon Bescheid wissen. Wenn man das nur für sich behält und das heimlich lebt, ist das meistens, kann man das so sagen, ich liebe die beiden. Aber das ist immer ein bisschen feige, das so zu machen. Naja, sagen wir mal so, also die Affäre in Anführungsstrichen weiß, dass es so ist. Ach, die Affäre weiß wiederum von dem Freund. Ja. Aber der Freund weiß eigentlich nicht so richtig von der Affäre. Genau, da denke ich, es ist freundschaftlich. Mhm. Gut, aber wenn du jetzt dem Freund zum Beispiel sagen würdest, hier, pass auf, da ist jemand, den liebe ich genauso wie dich. Wie würde dein Freund darauf reagieren? Naja, er wusste ja von einem Mal, dass ich etwas mit ihm hatte und da war er verständlicherweise nicht besonders verständnisvoll. Ja. Und einmal mit einem was haben, ist bei weitem nicht so schlimm, als wenn man sagt, ich liebe den genauso wie dich. Weißt du, das ist ja noch was ganz, noch viel Stärkeres, wenn man sagt, ich liebe den, die Affäre liebe ich genauso wie dich, meinen Freund. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich das tun könnte. Ihm das zu sagen? Ja. Dann musst du für dich eine Entscheidung fällen. Du kannst, das ist auf keinen Fall gut, wenn du das nebenher laufen lässt. A, verwickelst du dich immer mehr in Lügereien. B, würdest du ja auch nicht selbst so behandelt werden wollen. Und stell dir mal vor, irgendwann alles, die Gefahr, dass alles irgendwie rauskommt, ist einfach da, durch irgendwelche blöden Zufälle. Und das erfährt dann dein Freund. Wie stehst du da? Ja, das stimmt. Überhaupt, wie stehst du vor dir da, wenn du das lange laufen lässt? Wenn man solche Sachen heimlich macht, fühlt man sich immer nach einer gewissen Zeit wirklich ziemlich, ziemlich klein und blöd. Und man fühlt sich beschissen, weil man nicht sich so verhält, wie man es eigentlich toll findet, wie Leute sich verhalten sollten. Aber ich habe, wie gesagt, ziemliche Angst davor, egal wen von beiden zu verlieren. Ja, aber der Gefahr, und das ist dein Risiko, und dem musst du dich eben stellen, wenn du es klar sagst. Dann beginnt nämlich eine offene Auseinandersetzung. Und dann wird eine Entscheidung in eine Richtung gehen. Aber nur so gibst du deinem Hauptfreund auch eine Chance, dass er sich auch richtig einbringt und dass er vielleicht auch für euch oder für eure Liebe und für dich kämpfen kann. So aber nicht. So läuft er einfach nebenher weiter und du genießt es, dass du da noch einen anderen Mann hast. Ja, das ist recht. Mhm. Also, ich würde dir dringend raten, wenn du es schaffst, entweder die Entscheidung zu fällen, dich für einen, wirklich auf eine Seite, für einen Mann zu entscheiden, oder das Ganze offen auszutragen und deinem Freund zu gestehen, pass mal auf, ich bin in einem großen Konflikt, da ist der und der, ich weiß nicht weiter, lass uns reden, lass uns gemeinsam sprechen. Beides ist schwer, aber es gibt für so eine Konstellation, in die du da reingeraten bist, gibt es keinen leichten Ausweg, gibt's einfach nicht. Das stimmt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Anna. Den Rest musst du selbst machen, da musst du durch. Gut, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.
Nochmal der Hinweis, meine Lieben, auf morgen. Morgen heißt unser Thema scharfe Bräute und geile Typen. Und ich möchte gerne mit scharfen Bräuten reden. Ja, und mit geilen Typen. Also mit scharfen Bräuten, die von sich aus sagen, ja, ich bin so eine heiße Nummer. Oder mit Jungs, die von solchen Frauen reden, erzählen. Oder mit Typen, die von sich aus sagen, ja, ich bin der Hammertyp, ich bin der absolute Stecher, ich krieg jede. Und ich muss nur mit den Fingern schnippen. Oder gerne auch mit Frauen, die so ihre Erfahrungen mit diesen sogenannten geilen Typen gemacht haben. Vielleicht aber auch im positiven Sinne. Also, scharfe Bräute, geile Typen, das ist unser Thema morgen. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Katrin. Und Katrin ist 19. Oh, jetzt bin ich ja hängen geblieben. Katrin ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Katrin? Warum hast du angerufen? Also, ich rufe an, ich habe seit 8 Monaten einen Freund. Ja. Und eigentlich läuft es ganz gut, aber wir haben noch ein kleines Problem. Oder besser gesagt, ich habe ein Problem. Ja. Also, wir schlafen nicht miteinander. Überhaupt noch kein Mal? Ja, doch schon. Also, 2-3 Mal, aber ja. Da gab es halt eine Vorgeschichte. Also, mich stört das ja schon, dass wir halt so wenig miteinander schlafen. Und am Anfang, also das erste Mal haben wir nach einem Vierteljahr. Mhm. So, und da habe ich ihn halt drauf angesprochen, warum er nicht will, ob es an mir liegt oder an der Situation, weil ich habe da eine kleinere Wohnung gehabt. Mhm. Und naja. In der kleinen Wohnung kann man ja auch miteinander schlafen. Ja klar, aber das Problem ist, meine Eltern hatten sich getrennt und meine Mutter hat auch drin gewohnt. Ach so, ja gut, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. Mhm. So, lass mich mal fragen, bevor ihr das erste Mal miteinander geschlafen habt, ist da gar nichts erotisch und sexmäßig gelaufen? Doch schon. Also er liebt es anscheinend nicht, naja, wie sage ich jetzt? Also da gibt es Stellen, auf die reagiere ich halt etwas anders und das macht er dann halt. Ja, okay. So, und wenn ich dann halt drauf einspringe und dann sage, ja, Schatz und Bäume und dann fängt er gleich an, nein, hab keine Lust. Ja. Da stehe ich dann auch da und denke mir dann, ja prima, und dann bin ich halt sauer und gehe dann halt aus dem Raum raus oder irgendwas. Weil ich habe keinen Bock, mich mit ihm zu streiten. Und das hält bis heute vor, dass er quasi immer sich zurückzieht, wenn du gerne möchtest. Genau. Und das Problem ist ja, zum Beispiel, wenn ich bin Köchin vom Beruf und er arbeitet in der Videothek, sitzt halt den ganzen Tag vorm PC und ich renne halt in der Küche rum, meine 10 Stunden, 11 Stunden, bin dann echt müde und dann fängt er sowas an und ich gehe halt drauf ein. Und das ist echt, irgendwo ist es deprimierend, also für mich, weil ich nicht weiß, warum er das macht. Ja, hast du ihn denn mal ganz schlichtweg gefragt, was los ist, warum er das nicht will? Ja, also am Anfang war es ja so, er hat es auf die Wohnung geschoben, wegen meiner Mutter. Okay, die Sache hatten wir schon erledigt, aber nun ist ja eine andere Wohnung da. Nein, also ich bin in eine größere Wohnung gezogen. Hat er denn selbst keine Wohnung? Also ich habe jetzt eine eigene Wohnung. Du hast eine Wohnung und er? Er wohnt noch bei seinem Vater, will aber eigentlich herziehen. Gut, also du hast eine eigene Wohnung. Genau. Und hast deine Freiheit. Das heißt, ihr könntet da Sex haben bis zum Gehtnichtmehr. Genau. Warum? Wie begründet er es? Warum will er nicht? Also, wie gesagt, am Anfang war es halt meine Mutter. Okay, das haben wir jetzt erledigt. Und danach war es halt wegen dem Kondom. Da habe ich halt gesagt, okay. Wie wegen Kondom? Ja, er mag die Kondome nicht, aber ohne will er auch nicht. So, und da habe ich gesagt, okay, ich habe eine Allergie auf bestimmte Medikamente. Hör mal, was ist denn das für ein Erzählen? Er mag keine Kondome, aber ohne mag er auch nicht. Was will er denn? Ja, also von mir aus, ich denke mal, er hat einfach keinen Bock, keine Ahnung. Ja, das klingt mir auch wirklich so. Und er hat nicht den Mut, das zu sagen. Genau. Und zumindest das Ding ist, ich habe mir jetzt die Pille verschreiben lassen. Ja. Er hätte eigentlich keine Ausrede. Und jetzt kommt er halt damit, er arbeitet in der Videothek und die tun zu 90% mit Pornos arbeiten. Mit allen möglichen Pornos. Und sagt er, ja, das stumpft ihn ab und darauf hat er keinen Bock auf Sex. Klingt mir aber alles wie eine Ausrede. Klingt mir alles so, als würde der nicht, als hätte der keinen Bock, was heißt keinen Bock, nicht den Mut, den Mund aufzumachen und zu sagen, dass er letztendlich nicht scharf auf dich ist. Das ist es ja nicht. Also ich weiß ja, er liebt mich wirklich. Wir hocken eigentlich 24 Stunden aufeinander und... Ja, aber begehrt er dich auch? Das ist die Frage. Lieben, begehrt er dich auch? Ist er scharf auf dich? Eigentlich schon, das ist es ja. Das ist ja das Problem.
Eigentlich schon, aber er macht dann jedes Mal einen Rückzieher. Mhm. Ich habe ihn auch mal darauf angesprochen, wie viel Frauen er schon hatte. Mhm. Und er sagte halt, ja, schon 3, 4 und er hat auch keine Angst davor irgendwie, aber... Kathrin, ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich rum. Du legst doch bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an und reden wir weiter, okay? Bitte. Bis gleich. Okay, so, mein Lieben, in der Technik heute Nacht Volker Tarke und Gero Kuntermann. Morgen heißt unser Thema scharfe Bräute, geile Typen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, um 1 Uhr.